Okay, hallo, wir freuen uns sehr, dass ihr heute zuhört bei uns zum Thema Online-Gutes tun, digitales Engagement. Wir wollen euch gerne unser Modellprojekt vorstellen und auch vor allen Dingen generell über digitales Engagement sprechen. Das Modellprojekt Online-Gutes tun ist von der BAKWA, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen, ist in der Kooperation mit den Freiwilligenagenturen Halle und Magdeburg in diesem Jahr sozusagen gestartet. In diesem Zeitraum werden 8 Freiwilligenagenturen im ganzen Bundesgebiet dabei begleitet, digitales Engagement in ihren Freiwilligenagenturen auszubauen. Unsere Perspektive deshalb ist also heute sehr stark von dieser engagementfördernden Struktur geprägt, aus der wir kommen. Genau, vielleicht kennen einige von euch auch die Plattform Gutes geht digital, die letztes Jahr aufgebaut wurde von den Freiwilligenagenturen Halle und Magdeburg. Davon sind heute Vanessa Gottleber aus Magdeburg und Sulamit Fenkel-Ebert aus Halle mit dabei. Und diese Plattform wird im Rahmen dieses Projektes weiterentwickelt und bundesweit nutzbar gemacht. Dort gibt es neben sozusagen Engagementangeboten auch zahlreiche Handreichungen rund um digitales Engagement. Die Agenda heute, also was wir heute hier sprechen wollen mit euch, wir wollen gern digitales Engagement in seiner Vielfalt vorstellen, uns auch besonders die Motive von freiwillig Engagierten anschauen, die digital sich engagieren oder einbringen wollen und uns dann ein bisschen damit beschäftigen, welche Voraussetzungen eigentlich für digitales Engagement auch innerhalb von Organisationen und Vereinen herrschen müssen und diese Möglichkeit, sich einzubringen, erleichtern. Und dann schauen wir uns an, wie digitales Freiwilligenmanagement aussieht. Das ist ja auch mal eine ganz große Frage, wenn wir über digitales Engagement sprechen. Und geben euch auch noch einen kleinen Einblick in die ersten Lernerfahrungen aus unserem Projekt. Genau, am Schluss haben wir eingeplant, ein bisschen Zeit für eure Fragen. Genau, schaut gerne, also schreibt die gerne in den Chat auch schon über den Verlauf. Am Ende wollen wir uns denen dann noch widmen. Genau, und damit übergebe ich jetzt eigentlich auch schon das Wort an Sulamit. Ja, auch von mir herzlich willkommen und vielen Dank, Anne, für die Einführung bis hierher. Dann wollen wir uns jetzt tatsächlich als nächstes erstmal näher anschauen, worüber wir bei digitalem Engagement reden und welche vielfältigen und schönen Einsatzbereiche es dort gibt. Und zuerst geht es mal um die wichtigsten Eckpunkte, wie digitales Engagement oder auch Online-Volunteering beschrieben werden kann. Und dazu stelle ich auch gleich noch ein paar konkrete praktische Beispiele vor, damit das ein bisschen besser greifbar wird. Ja, auch bei digitalem Engagement geht es wie bei analogem Engagement um diese grundlegenden Dinge wie Freiwilligkeit, Gemeinnützigkeit und dass es unentgeltlich ausgeübt wird. Und das Charmante oder Besondere daran ist dann aber, dass man es von fast überall, also überall, wo es dann irgendwo auch Internet gibt, ausüben kann und dass es meistens auch zeitlich flexibel machbar ist, was für viele schon mal sehr attraktiv ist. Und irgendwann kommt dann ein digitales Gerät ins Spiel, PC, Laptop, Handy, was auch immer, über das dann die Kommunikation stattfindet und auch Dokumente und Daten ausgetauscht werden. Ja, dabei muss man auch nicht die ganze Zeit online sein, auch wenn das so klingt. Es kann auch sein, dass man zu Hause sitzt oder im Büro an einem Gerät am Rechner und einen Flyer gestaltet für einen Verein und diesen dann über einen digitalen Weg sozusagen austauscht, zurückschickt. Oder ja, man übersetzt zum Beispiel alte Dokumente in heutiges Deutsch und schickt das dann auch wieder als PDF oder als Word-Dokument zurück, damit das ausgewertet werden kann. Es kann aber auch komplett online stattfinden, zum Beispiel bei Sprachcafés, bei Nachhilfe oder bei diesen digitalen Begegnungsangeboten, wie sie es gerade bei Corona sehr vielfältig auch entstanden sind, sehr kreativ in den letzten 2 Jahren. Auf unserer Plattform Gutes geht digital, die Anne gerade schon angesprochen hat, die wir letztes Jahr auf den Weg gebracht haben für Sachsen-Anhalt, haben wir auch ein kleines Video, das könnt ihr euch vielleicht in einer ruhigen Minute nochmal anschauen. Da könnt ihr 3 Freiwilligen über die Schulter schauen. Das sind 3 sehr unterschiedliche Freiwillige, die sich digital engagieren, wo man einfach einen ganz lebendigen Eindruck kriegt, was das sein kann und vielleicht auch im besten Fall selber Lust kriegt, digital mitzumachen. Genau, da dafür jetzt aber nicht genug Zeit da ist, machen wir gleich weiter mit den digitalen Bereichen. Was gibt es denn alles so beim digitalen Engagement? Und steigen mal in den bunten Blumenstrauß ein. Das war nämlich für uns auch eigentlich eine sehr, sehr spannende Frage am Anfang des Projekts letztes Jahr. Was gibt es denn da überhaupt? Und finden wir für uns auch eine sinnvolle Systematisierung um diesen Engagementfinder, den man hier oben über für Freiwillige, wenn die was suchen, eine sinnvolle Filterung, wie wir digitales Engagement darstellen können, mit welchen Kategorien. Und deshalb haben wir uns auch erstmal ganz viel
seit ich diese ganzen Engagementplattformen und Beispiele angeschaut, wirklich diese große Fülle, die es auch gibt, und überlegt, was finden wir da für eine Kategorisierung. Und tatsächlich haben wir Kategorien gefunden, die ein bisschen anders aussehen als beim analogen Engagement. Da geht es ja um Soziales, Umwelt, Kultur, Sport und so weiter, in denen man sich natürlich überall auch digital engagieren kann. Aber die Kategorien, die wir gefunden haben, die funktionieren eher als so eine Art Matrix, wo jeder Verein und jede Organisation auch, denke ich, Anregungen finden kann. Wenn man die sich mal wie so eine Folie nimmt und schaut, kann ich in dem anderen, einen oder anderen Bereich auch ja, bei uns im Verein, bei uns in der Initiative digitale Angebote entwickeln oder ja, auf den Weg bringen und für Freiwillige anbieten. Und diese neuen Bereiche zeige ich euch jetzt hier im Überblick mal ganz schnell. Und wir gehen dann auf die Plattform und schauen da nochmal direkt rein und können ein paar Beispiele anschauen. Genau, das geht also hier von sowas eher Allgemeinem wie Verwaltung und Fundraising über die Öffentlichkeitsarbeit, auch Nachhilfe und Patenschaften, wie zu denen es in letzter Zeit viel Neues entstanden ist, über die Online-Beratung bis zu den vielen Plattformen, über die man ja auch sein Wissen und viel Dinge teilen kann mit anderen, die aus vielen kleinen Bausteinen ein großes Werk machen. Das erstmal als kleiner Einstieg zu diesen Bereichen und ich nehme euch jetzt mit auf unsere Plattform Gutes geht digital. So sieht die Seite aus und in dem Bereich Worum geht's haben wir diese neuen Kategorien noch mal ein bisschen hinterlegt und bebildert und auch mit Beispielen versehen, durch die wir jetzt nicht alle durchschauen können, leider, was ich gerne tun würde, aber wir müssen uns jetzt ein bisschen konzentrieren. Und hier geht es in dem ersten Bereich los. Ich glaube, das ist auch das, was einem sehr schnell einfällt, wenn man an digitales Engagement denkt, nämlich die Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch hier muss man gar nicht so kompliziert immer denken. Also es muss nicht immer der Social-Media-Kanal sein, sondern es kann auch was ganz Einfaches sein, was eigentlich für jeden Verein möglich ist, nämlich digitale Freiwillige mal auf seine Webseite, auf seine Social-Media-Kanäle schauen zu lassen oder auf seine Materialien und Flyer, die man zuschickt, und mal einen kleinen Fragebogen ausfüllen zu lassen. Wie findest du das? Ist es attraktiv? Ist es verständlich? Ist es leichte Sprache? Ist die Bildsprache inklusiv und so weiter? Was ein tolles Einstiegsengagement ist, sowohl für Freiwillige als auch für jeden Verein eigentlich, könnte ich mir vorstellen. Genau, und jetzt ein bisschen nur angeteasert, Kommunikation und Begegnung, ein Bereich, der in Pandemiezeiten auch wirklich vieles Kreatives hervorgebracht hat, wie hier digitale Kochaktionen mit Menschen aus anderen Kulturkreisen oder ja, Sprachtandems, die gemeinsam Deutsch lernen und so weiter. Ein großer Bereich auf jeden Fall. Und was für uns ein bisschen neues Feld war und aber auf jeden Fall auch sehr spannend, die Geschichte mit Recherche und Archivtätigkeiten, was nicht nur für Archive und Museen interessant ist, sondern auch für Heimatvereine, für Kirchengemeinden oder auch für größere Organisationen, die vielleicht viele Aktenberge aus früheren Jahrhunderten noch auf dem Boden oder im Keller liegen haben und Freiwillige einbinden können, um diese Daten und diese Dokumente wieder in heutiges Deutsch zu übersetzen und damit auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder diese auszuwerten. Und ein anderes spannendes Projekt in dem Bereich finde ich ganz großartig, Every Name Counts, wo man wirklich ganz einfach ohne Registrierung und ohne alles Karteikarten von NS-Opfern, von KZ-Opfern digitalisieren kann. Und also wenn man hier einmal anfängt zu stöbern, gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, sich in diesen Bereich einzubringen. Und der ganze Bereich Bürgerwissenschaften fällt hier zum Beispiel auch mit oder ein großer Teil mit in dieses Feld. Genau, dann haben wir den Bereich Büro, Verwaltung, Fundraising. Klingt ein bisschen trocken, aber auch hier gibt es auf jeden Fall Interessierte, wie wir gerade wieder gesehen haben. Stelle ich euch nachher noch mal ein kurzes Beispiel vor. Und Aktivismus im Netz, natürlich Kampagnen starten für die unterschiedlichsten Themen, die einem am Herzen liegen und dafür auch noch Engagierte zu finden, sich gegen Hass im Netz einzusetzen und dergleichen mehr, ist hier ein großes Feld. Und natürlich auch unerschöpflich diese vielen Plattformen und Datenbanken, wo man eigenes Wissen und Informationen und Daten eintragen kann. Der Klassiker, muss man fast sagen, ist hier ja RealMap. Das heißt, Freiwillige tragen auf einer Online-Karte ein, wie rollstuhlgerecht Geschäfte oder öffentliche Einrichtungen sind. Oder eine andere Möglichkeit ist washabich.de, wo Medizinstudenten ärztliche Befunde für Patienten in verständliches Deutsch übersetzen, was auch eine schöne Sache ist, an die man gar nicht so im ersten Moment vielleicht denkt.
oder was auch für jeden überall machbar ist, eine Karte mit zu jüdischen Orten, also eine Online-Karte, wo man Dinge eintragen kann, Jewish Places sozusagen, sein Wissen zu teilen mit jüdischen Orten in seiner eigenen Stadt. Auch ein sehr schönes Beispiel dafür, was alles möglich ist. Ja, dann ein großer Bereich Kompetenzvermittlung. Auch hier natürlich alles denkbar in Form von Sprechstunden, Tutorials oder auch kleinen Online-Kursen, wie man Wissen an andere weitergeben kann. Und in die ähnliche Richtung, aber etwas voraussetzungsreich auch, ist die Online-Beratung, die oft mit einer Ausbildung oder Fortbildung verbunden ist. Wo ein Beispiel ist die Online-Beratung, Opferberatung beim Weißen Ring oder auch wenn Jugendliche sich gegenseitig beraten, wie bei Youport. Gibt es morgen auch eine Session, ich gucke gerade zu Anne Pahl, wo eine Jugendliche von Youport mit dabei ist, die über ihr Engagement berichten wird und über diese digitalen Komponenten dabei. Genau, und auch ein sehr ausgeweiteter Bereich, der auch sehr hybrid, glaube ich, in der Praxis funktioniert, Nachhilfe, Mentoring und Patenschaften, wo es um Lernunterstützung geht, wo es auch um sowas wie Online-Bewerbungstraining mit Geflüchteten geht oder Berufspatenschaften für Menschen, die da Unterstützung beim Einstieg benötigen. Und um das ein bisschen auch nochmal zu bebildern, geht es jetzt hier nochmal weiter mit zwei Beispielen, die ich euch mitgebracht habe von Freiwilligen, die uns über die Plattform geschrieben haben und so ein bisschen auch aus denen hervorgeht, finde ich, was digitales Engagement ausmacht. Wir haben hier eine junge Frau, die duale Studentin ist und in einem IT-Unternehmen arbeitet, mit den Tools sich gut auskennt, da fit ist und die es toll findet, dass sie sozusagen als Pendlerin zwischen Gera und Halle von unterwegs und von überall aus aktiv unterstützen kann. Und dass sie damit gleichzeitig auch noch ihr Hobby verbinden kann, auf Instagram aktiv zu sein. Das sind tatsächlich schon ganz viele Aspekte, die da eine Rolle für viele Menschen spielen, die wir mitlesen können, wenn die Organisation anschreiben. Eben dieses ortsunabhängige, zeitlich auch, das sich selbst einteilen zu können, seine beruflichen Fähigkeiten einzubringen oder das einfach, was man gerne tut, das auch im Ehrenamt umzusetzen. Und ein zweites Beispiel von einer Frau, das kam letzte Woche, glaube ich, gerade erst rein, die schreibt, sie ist gelernte Bankkauffrau, ist aber an Multiple Sklerose erkrankt und dadurch, dass sie nicht ganz so mobil ist und auch den Rollstuhl braucht, würde sie lieber von zu Hause aus unterstützen bei diesem Verein Klippel-Fall-Syndrom, bei Büroarbeit. Und was auch nochmal deutlich macht, und das ist ja auch unser Anliegen, dass digitales Engagement für Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Mobilitätseinschränkungen eine tolle Alternative sind, sich eben trotzdem einzubringen. Und vielleicht noch als letztes Beispiel, Anfang des Jahres hatte sich bei uns bei der Freiwilligenagentur eine Frau gemeldet aus Australien, die geschrieben hat, sie hat mal ein Jahr in Halle gelebt, hat sich sehr wohl gefühlt und fühlt sich immer noch mit Halle verbunden, hat deshalb auf der Engagementplattform mal gestöbert, was sie denn von Australien aus machen kann und ist auf unseren Website-Checker gestoßen. Das heißt, sie hat dann unseren Online-Fragebogen ausgefüllt, wie sie unsere Engagementplattform beurteilt, hat Fragen beantwortet zur Gestaltung, zum Inhalt, zur Struktur und so weiter und hat da tolle Anregungen gegeben. Und das ist für mich auch immer so ein schönes Beispiel, wie das wirklich grenzübergreifend funktioniert, dieses digitale Engagement und welche Chancen das auf jeden Fall auch bietet. Ja, das ist nochmal hier so ein bisschen kompakt zusammengefasst. Die Präsentation wird ja auch nochmal im Nachgang zur Verfügung gestellt. Und das sind jetzt die Dinge, die uns faszinieren auf jeden Fall beim digitalen Engagement. Aber natürlich ist es so, dass damit auch Herausforderungen und Rahmenbedingungen verbunden sind für Vereine, für Organisationen, die mit digitalen Freiwilligen zusammenarbeiten möchten. Darum soll es in der restlichen Session jetzt gleich gehen, damit ihr auch noch ganz viel mitnehmen könnt, was ihr bei euch dann umsetzen könnt. Das werden Anne und Vanessa gleich noch näher vorstellen. Aber vorher wollen wir uns noch mal anschauen oder überlegen, welche Chancen und welche Vorteile es denn für Vereine und Organisationen dieses digitale Engagement mit sich bringt. Und dazu gibt es hier mal eine Menti-Umfrage, damit ihr auch ein bisschen was zu tun habt. Also die Frage ist, welche Chancen bietet digitales Engagement eurer Meinung nach für Organisationen, Vereine, Initiativen, wie auch immer, gemeinnützige? Genau, Anne, du teilst jetzt da nochmal die Menti-Seite und wir können dann alle auch ein bisschen mitlesen, was ihr so dazu zu sagen habt.
Ihr solltet aber auch den Link im Chat bekommen haben. Da könnt ihr auch direkt draufklicken oder ihr gebt einfach menti.com ein und diesen Code, der hier oben auf der Folie steht. Genau, jetzt schauen wir mal, ob hier ein paar Antworten reinkommen. Genau, siehst du, damit ihr schon ein bisschen mitbekommen im Live-Chat, dass es immer kurz ein bisschen dauert, weil wir 30 Sekunden hinterher sind. Genau. Ah, da kommen schon die ersten. Die Versierung der Freiwilligen ist eine wichtige Motivation, genau. Haben wir ja auch an den Beispielen, die Sulamit gerade vorgestellt hat, schon ganz gut gesehen. Unterstützung für engagierte im ländlichen Raum, genau. Weggezogene halten finde ich auch spannend, weil das ist tatsächlich für uns in Sachsen-Anhalt wirklich ein relevanter Aspekt. Ja, Sachsen-Anhalt ist ja das Land mit den meisten Abwanderungen und das kann man sich gut vorstellen, wenn jemand nach Stuttgart zieht, aber vielleicht vorher in der Altmark gewohnt hat, dass der dann auch noch seinen Verein dort mit bundeslandgrenzend übergreifend unterstützen kann. Genau. Weitere Verbreitung des eigenen Anliegens, genau, das ist auch ein spannender Punkt. Also flotter werden finde ich auch toll, weil genau das ist es ja manchmal auch, ja, so einen kleinen Anstups zu kriegen, frischen Wind reinzubringen. Genau. Und jüngere Menschen, die sich ortsunabhängig engagieren möchten. Da haben wir ja schon mal ein paar ganz spannende Punkte. Genau. Und da seht ihr auch, was uns sozusagen so ein bisschen daran fasziniert an dem Thema. Und jetzt wollen wir uns gerne noch ein bisschen damit beschäftigen oder ein bisschen tiefer einsteigen, was denn so die Voraussetzungen sind, damit wir als Organisation oder Vereine eben genau diese Art von Engagement auch anbieten können. Das hört sich jetzt erstmal alles total toll an, hat nur Vorteile offensichtlich, man erreicht neue Leute und so weiter. Aber es ist eben auch, braucht vielleicht auch neue Kompetenzen und neue Voraussetzungen in der Organisation als, ich sage jetzt mal, herkömmliches Engagement oder analoges Engagement. Okay, ich mache das jetzt immer wieder zu. Ganz vielen Dank für eure Beteiligung. Ja, super. Genau. Und ja, jetzt haben wir uns eben, wie gesagt, die vielen Chancen angeschaut, die digitales Engagement für Organisationen bietet und kommen jetzt zu den Voraussetzungen. Also was sollen sich die Organisationen im Vorfeld überlegen? Worüber sollten sie sich im Klaren sein, bevor sie ein digitales Engagement anbieten? Wir merken, dass wir da schnell bei Themen aus der Organisationsentwicklung eigentlich sind. Das haben wir heute auch schon öfter gehört. Digitalisierung braucht auch Organisationsentwicklung. Denn wenn man es ernst meint mit der Einbindung digital Engagierter, ist es wichtig, dass Organisationen bereit sind, den Status quo auch mal zu hinterfragen. Wir haben euch dazu einen kleinen Selbstcheck mitgebracht, an dem ihr eure Organisation oder euren Verein testen könnt. Also die Frage, die oben drüber steht, ist ein bisschen: Sind wir bereit dafür, digitales Engagement anzubieten? Also die erste Frage ist ein bisschen, sind unsere Strukturen, also unsere organisationalen Strukturen für digitales Engagement geeignet? Ihr könnt ja auch immer schon selbst so ein bisschen mitdenken, auch vielleicht, was ihr selbst schon für Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht habt ihr auch schon mal digital Engagierte bei euch eingebunden im Verein oder habt es eigentlich vor, aber überlegt noch so ein bisschen. Ich glaube, dafür ist das gerade genau der richtige Zeitpunkt, darüber so ein bisschen nachzudenken. Also in welchem Arbeitsbereich ist es eben für euch zum Beispiel sinnvoll, digital Engagierte einzubinden? Gibt es sowas wie eine konkrete Aufgabe oder ein spezifisches Feld, wo es sich besonders anbietet, Leute eben dezentral einzubinden oder Menschen, die nicht vor Ort sind? Was auch wichtig oder auch eine Strukturfrage ist, gibt es mindestens eine Person in eurer Organisation, die sich für digitales Engagement begeistert und die Strukturen schaffen kann, in denen sich Menschen dezentral einbringen können? Allgemeiner ein bisschen, ist eure Organisation offen für Veränderung und Neues? Habt ihr die Möglichkeit, alle wichtigen Informationen über eure Organisation, eure digitale Infrastruktur und auch über eure Kommunikationskultur und die konkreten Aufgabenbereiche vorzubereiten und zur Verfügung zu stellen? Genau, die nächste Frage, die sich anschließt, Sulamit hat es auf der Folie schon eingeblendet, können wir digital kommunizieren? Also das haben wir jetzt natürlich vor allem in der Pandemie ja gemerkt. Digitale Kommunikation funktioniert an vielen Stellen ein bisschen anders, als wenn man eben sich im Büro trifft oder bei einer Veranstaltung. Denn man muss ganz viele Dinge sehr viel expliziter miteinander besprechen, weil es eben noch leichter zu Missverständnissen kommt. Also überlegt euch, welche Kanäle benutzt ihr generell im Team, um digital zu kommunizieren? Gibt es da schon welche? Und an welcher Stelle können dort digital Engagierte auch eingebunden werden? Welche Erwartungen habt ihr zum Beispiel an sowas wie Antwortzeiten?
Das ist so auch so ein bisschen aus der Praxiserfahrung, vor allen Dingen, wenn man mit Ehrenamtlichen zusammenarbeitet und oder wenn Hauptamtliche und Ehrenamtliche zusammenarbeiten, dass es manchmal da zu Problemen kommt. Da ist auch alles möglich und erlaubt. Es muss halt einfach nur im Vorfeld geklärt werden. Ein weiterer Punkt ist, wie veränderungsbereit und auch wie veränderungsfähig sind wir? Also stehen alle im Team dahinter? Also wie flexibel seid ihr in eurer Organisation, wenn Engagierte unterschiedliche Bedürfnisse mitbringen? Also gibt es unterschiedliche Engagementformate im Hinblick auf zum Beispiel Zeitbudgets? Also wir haben ganz viel über Flexibilität gehört. Was heißt das dann, wenn jemand sich zum Beispiel immer nur so und so viele Stunden in der Woche einbringen kann und wenn es nicht ein fester Termin ist, sondern eben flexibel von der Person selbst bestimmt wird? Und natürlich geht es auch um Vorkenntnisse. Also welche Vorkenntnisse bringen die Leute mit oder müssten sie mitbringen? Wer kann sie sozusagen mit reinholen auch? Besonders wenn es Engagierte vor Ort gibt und digital Engagierte, ist es wichtig, dass hier keine Hierarchisierung sich einschleicht. Also nutzt die frische Perspektive von den Menschen, die euch vielleicht nur digital kennen. Also was finden sie toll an eurer Arbeit und wie haben sie davon erfahren? Was verstehen sie vielleicht noch nicht oder was können sie nicht so gut nachvollziehen? Besonders im Hinblick auf digitale Infrastrukturen gibt es zahlreiche Wege nach Rom. Das haben wir heute hier, glaube ich, auch schon an der einen oder anderen Stelle gehört. Könnt ihr eure Organisationsentscheidungen immer gut begründen und freut euch über Inspiration und Feedback? Kann ein digitaler Freiwilliger ein neues Tool zum Beispiel vorschlagen, das ihr dann auch mal ausprobiert oder nervt euch das eigentlich nur in eurer Arbeit? Welche Rolle nehmen die digital Engagierten in eurer Planung ein? Also könnt ihr es ihnen leicht machen, langfristig in eure Organisation einzusteigen und Verantwortung zu übernehmen oder werden sie immer als außenstehend betrachtet? Digitales Engagement kann ein tolles Akquisewerkzeug sein, also gerade wenn es darum geht, eben junge Menschen zu erreichen beispielsweise, für motivierten Nachwuchs, wenn er eben gut begleitet wird. Wie sind die digital Engagierten in das Team generell eingebunden? Wissen alle anderen in der Organisation, dass es auch digital Engagierte gibt? Und welche Anerkennungskultur gibt es im Team? Wie werden Erfolge gefeiert? Und wie könnt ihr die digitalen Freiwilligen daran teilhaben lassen? Dazu wird euch Vanessa später noch ein bisschen was sagen. Genau, dann die nächste große Frage. Denken wir das Digitale mit in unserer Arbeit? Also wie seht ihr eure Arbeit mal von ganz außen betrachtet? Ist sozusagen das analoge Arbeiten vor Ort irgendwie richtiger oder besser, wenn ihr ganz ehrlich seid? Das ist absolut verständlich, vor allem, wenn man es halt so gewöhnt ist. Aber achtet darauf, dass ihr euch das bewusst macht und reflektiert, was das für die digitale Zusammenarbeit auch bedeuten kann. Schleicht sich dann schnell so ein bisschen ein. Wenn ihr Freiwillige nur digital kennenlernt und in die Organisation einbindet, ist es wichtig zu überlegen, so welche Informationen brauchen sie, die nicht irgendwo in einem, keine Ahnung, Büroplan oder in irgendeinem PDF zusammengefasst sind. Also welche Zugangsdaten, Lizenzen und so weiter brauchen sie, aber auch welche Regeln gibt es bei euch? Und das sind ja vielleicht auch nicht immer unbedingt festgeschriebene, sondern auch so ein bisschen flexible, die sind aber, wie gesagt, in der digitalen Kommunikation total wichtig, einmal explizit ausgesprochen zu werden. Genau, und dann noch der letzte große Punkt, welche Rolle spielt Wertschätzung in unserer Organisationskultur? Also wo ist Platz für all das informelle, soziale Miteinander, das zum Engagement dazugehört? Also wie könnt ihr die digital Engagierten besser kennenlernen und euer Verhältnis persönlicher gestalten? Wie könnt ihr am Leben der Engagierten teilhaben und früh auf Missverständnisse oder Probleme reagieren? Es ist wichtig, auch digital eine Atmosphäre zu schaffen oder wo Schwierigkeiten angesprochen werden können. Und manchmal braucht es auch eine Fürsprecherin innerhalb der eigenen Organisation für die Belange der digital Engagierten. Also gerade wenn die sozusagen so sich so ein bisschen anfühlen, als wären sie so außerhalb der Organisation. Genau, also Wertschätzung ist vielleicht ein inflationär verwendeter Begriff, aber wenn wir das wirklich ernst nehmen, ist es eine ganz wichtige Grundlage für unser soziales Miteinander. Also wie sehr schätze ich auch die Zeit meines Gegenübers wert? Indem ich sehr konkrete und transparente Aufgaben kommuniziere, ermögliche es den Engagierten, sich besonders wirkungsvoll einzubringen und so Wertschätzung zu erfahren. Also das gehört auch mit dazu. Wenn ich hingegen lange so rumeier, sage ich jetzt mal, und Termine verschiebe und verpasse, ist im digitalen Raum extra schwer, die Stimmung wieder zu retten, wenn jemand dann so frustriert ist davon. Genau, Wertschätzung und auch Selbstwirksamkeit sind super wichtig, besonders im Engagement. Also überlegt euch, wie ihr das in die digitale Sphäre übertragen könnt. Also wo ist Platz für ein Dankeschön? Wie sieht das aus? Man kann zum Beispiel immer ein Päckchen schicken oder einen liebevollen Social-Media-Post machen, wenn die Person da Lust drauf hat. Genau, das so ein bisschen zu dem kleinen Selbstcheck. Ich hoffe, das hat euch ermutigt, digitales Engagement auch auszuprobieren für euren Verein oder eure Organisation und vielleicht auch auf eure eigene Organisation nochmal mit einem frischen Blick zu schauen.
Ist ja schon ein kleines bisschen angeklungen, aber ein Kernthema des digitalen Engagements ist natürlich das Freiwilligenmanagement. Also das, wie kümmere ich mich um die digital Engagierten? Und dazu nehme ich jetzt Vanessa mit. Genau, danke Anne. Ich glaube, ganz viele Dinge, die im Freiwilligenmanagement wichtig sind, sind jetzt tatsächlich auch schon angeklungen. Man kann generell aus der Engagementförderungsperspektive sagen, dass Freiwilligenmanagement bzw. ein gutes Freiwilligenmanagement essentiell ist dafür, Freiwillige in einer Organisation oder einem Verein auch nachhaltig zu integrieren und letztendlich auch zu halten. Das Gleiche gilt natürlich auch für digitales Freiwilligenmanagement. Wie wir gerade schon gehört haben, ist eine gute Vorbereitung unheimlich wichtig, sich einmal damit zu beschäftigen, was verbinden wir eigentlich mit dem Thema. Daneben sind aber für uns auch der Kennenlernprozess, die Einführung in die Team- und Organisationskultur, also das sogenannte Onboarding, die Begleitung während des eigentlichen Engagements und natürlich auch eine Form der Anerkennungskultur, also das Thema Wertschätzung, ganz entscheidend. Bevor man also ins digitale Engagement einsteigt, sollte man sich zunächst Gedanken machen, wie die konkreten Aufgaben in diesem Bereich in der eigenen Organisation dann für die Freiwilligen auch aussehen können. Im besten Fall sind sie nicht nur klar und strukturiert, sondern eben auch spannend und vielfältig für die Freiwilligen, damit man möglichst viele Leute ansprechen kann. Genau, also man sollte sich vorab auch überlegen, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Wen möchte ich jetzt ansprechen? Sind das die Freiwilligen, mit denen wir sowieso schon zusammenarbeiten, die wir für digitale Bereiche interessieren wollen? Möchten wir die Digital Natives ansprechen und vielleicht neu für uns gewinnen? Das sind alles Fragen, die man vorab für sich klären sollte, um zu bestimmen, okay, wie bauen wir unsere Angebote auf? Wie strukturieren wir das Ganze? Wie machen wir es möglichst interessant? Auch sollte natürlich vorher geklärt sein, welche Wege der digitalen Zusammenarbeit es in der Organisation schon gibt und wie man diese für die Freiwilligen nutzen kann, ob man die Freiwilligen darin integriert, ob man vielleicht neue Wege schaffen muss, um möglichst viele Leute anzusprechen. Und man muss sich die Frage stellen, welche Technik braucht es dazu? Was muss der oder die Freiwillige dafür dann auch mitbringen? So schafft man sich nach und nach einen guten Rahmen für digitales Engagement in der eigenen Organisation. Wenn man dann sich einmal in dieses Fahrwasser begeben hat, ist es natürlich wichtig, dass man potenziell Interessierte dann auch kennenlernt und das auf eine möglichst gute Art und Weise. Das gehört im analogen Freiwilligenmanagement dazu und sollte auch im digitalen Freiwilligenmanagement selbstverständlich sein. Das digitale Kennenlernen ist also genauso wichtig wie das analoge. Da kann ich nur darauf hinweisen, dass es wichtig ist, sich dafür auch die Zeit zu nehmen. Also auch für ein digitales Kennenlerngespräch sollte man möglichst 45 Minuten bis eine Stunde einplanen und das Ganze auch als persönliches Gespräch führen. Also Videoplattformen nutzen, am besten einen Videoplattformkanal, mit dem man sich selber wohlfühlt, den man auch sonst in seiner alltäglichen Arbeit für sich nutzt. Und dann kann man in diesem persönlichen ersten Kennenlerngespräch auch digital einen wunderbaren Grundstein für die weitere Zusammenarbeit legen. Genau, also nehmen Sie sich Zeit, denn es geht eben nicht nur um die Absprache von Aufgaben in so einem ersten Kennenlernen, sondern auch darum, ein bisschen auszutesten, wie man persönlich miteinander klarkommt. Auch die persönliche Ebene ist im Engagement natürlich eine wichtige. Da darf also auch gerne ein bisschen Smalltalk sein. Also auch im Digitalen kann man gerne mal fragen, ja, wo befinden Sie sich denn gerade oder wo sitzt du gerade? Oder wenn dann mal die Katze durchs Bild läuft, ich glaube, das ist uns allen in irgendwelchen Zoom-Calls schon passiert, kann man auch gerne mal nachhaken, wie denn die Katze heißt oder sich da den kleinen Schwank zu erzählen. Das bricht ein wenig das Eis und schafft eine persönliche Ebene, die sich sonst im Digitalen nicht ganz so leicht herstellen lässt wie mit Tür- und Angelgesprächen vor Ort. Genau. Abgesehen davon sollte aber auch der Freiwillige oder die Freiwillige einen Eindruck von der Organisation und dem Team bekommen. Die Aufgaben und der zeitliche Umfang des Engagements sollten hier ebenfalls Thema sein, genauso wie die Motivation und die Vorstellung, die der oder die Freiwillige eigentlich mitbringt.
Und es sollten am Ende letztendlich auch klare Verabredungen getroffen werden, vor allen Dingen zu Arbeitszeiten. Also wie wird die Arbeit strukturiert? Welche Erwartungen haben wir daran, wenn wir eine E-Mail schreiben? Wie schnell sollte der oder die Freiwillige antworten? Gibt es eine Schnupperphase, in der wir uns gegenseitig kennenlernen können? Das empfiehlt sich tatsächlich gerade auch im Digitalen, um zu sehen, wie die digitale Zusammenarbeit klappt. Und auch im Digitalen sollte man Formalitäten klären. Also braucht es sowas wie ein Führungszeugnis? Reicht uns die eingescannte Version? Wird es per Post verschickt? Ja, solche Dinge sind im Kennenlernen auch eben digital zu klären. Und sobald sich dann beide Parteien tatsächlich für das Engagement ausgesprochen haben, wenn es also sozusagen geknickt hat im Digitalen, dann geht es darum, diese Grundbasis, die man im ersten Kennenlerngespräch für sich gelegt hat, zu festigen und die oder den Freiwilligen auch in die Team- und Organisationskultur einzuführen. Das heißt, die betreffende Person sollte in der Organisation mit an Bord genommen werden. Ein herzliches Willkommen zum Beispiel funktioniert auch ganz wunderbar digital. Anna hat das vorhin auch schon so ein bisschen angerissen. Viele Dinge, die man im Analogen macht, kann man auch auf den digitalen Raum übertragen. Das kann eine nette Begrüßungs-E-Mail sein, an die man zum Beispiel noch das Teamfoto dranhängt, sodass man auch ein Bild vor Augen hat von den Leuten, mit denen man dann zusammenarbeitet. Eine Onboarding-Mappe empfiehlt sich, in der man Informationen findet zur Organisationskultur, zur Teamstruktur, auch dazu, welche Kommunikationskanäle genutzt werden. Ein Team-Padlet ist empfehlenswert, wo man beispielsweise alle Leute aus dem Team nochmal zu Gesicht bekommt, ihre Aufgaben sieht, wo vielleicht auch die Freiwilligen integriert werden, sodass man gleich auch ein Stück weit Anerkennungskultur betreibt. Die Freiwilligen sind sichtbar in der Teamstruktur. Ja, und wie Anne schon gesagt hat, da gibt es sehr, sehr viele Wege, die nach Rom führen. Das trifft auch hier zu. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Auch sollte in dieser Willkommensphase, in der man versucht, den oder die Freiwillige in die Organisationskultur zu integrieren, nochmal klar formuliert werden, welche zeitlichen und technischen Rahmenbedingungen es gibt. Die Kommunikationskanäle und auch die Wege des Datenaustauschs sollten transparent kommuniziert werden, sodass es nicht zu Missverständnissen kommen kann. Und nach dieser Willkommensphase ist es dann auch wichtig, digitales Teambuilding zu betreiben. Also Teambuilding, was es auch im Analogen gibt, sollte auch im digitalen Raum stattfinden. Das sollte nicht vergessen werden, dass Freiwillige eben auch in die Teamstruktur integriert werden müssen. Dabei würde ich aber auch empfehlen, zu bedenken, dass nicht jeder dauernd und direkten Kontakt braucht. Also auch hier, wir haben vorhin schon gehört, die Freiwilligen im digitalen Raum sind oft noch mal diverser. Man kann noch unterschiedlichere Leute mitnehmen. Da gilt es also auch, die Bedürfnisse wahrzunehmen und zu kommunizieren, die die jeweiligen Personen haben. Letztendlich lässt sich aber sagen, ein Zugehörigkeitsgefühl entsteht auch nur durch ein Miteinander. Das heißt, es sollte Möglichkeiten geben, sich im Digitalen miteinander auszutauschen und in die Teamstruktur oder die Freiwilligen in die Teamstruktur mit eintauchen zu lassen. Man kann also Freiwillige zum Beispiel an thematisch relevanten Teamsitzungen beteiligen oder auch regelmäßige informelle Teamtreffen veranstalten. Das kann ein gemeinsames digitales Kochen am Abend sein oder der informelle Kaffeeklatsch, den man zum Beispiel per Zoom organisiert. Und das eben mit dem breiteren Team, also mit Freiwilligen und Hauptamtlichen gleichermaßen. Auch digitale Mittagspausen oder so 1-zu-1-Treffen von Teammitgliedern und Freiwilligen bieten sich im digitalen Raum an und ersetzen dann eben diese altbekannten Tür- und Angelgespräche, die eben doch ein persönliches Miteinander schaffen. Genau, und damit ist man dann auch schon auf dem besten Weg, gemeinsam zu wachsen. Dazu gehört neben der Teamanbindung und einem regelmäßigen Austausch auch noch beispielsweise ein regelmäßiges Reflexionsgespräch, also die Möglichkeit, auch gemeinsam darüber zu sprechen, wie fühlen wir uns miteinander, was läuft gut, was läuft nicht gut.
da empfiehlt es sich, klare Termine zu vereinbaren und immer wieder digital auch Möglichkeiten zu schaffen, in den Austausch zu treten und Verbesserungen vorzunehmen oder eben nochmal klar zu machen, wo hakt es, wo läuft es gut mit uns. Auch sollten Informationen und Neuigkeiten im Team oder in der Organisation und im Verein die Freiwilligen erreichen. Also es ist wichtig, dass man auch Freiwillige in sowas wie Newsletter mit aufnimmt oder auch Messenger-Gruppen für Freiwillige im digitalen Raum entwickelt. Ja, man sollte sich auch wenn man anfängt, mit Freiwilligen zu arbeiten, im digitalen Raum schon Gedanken dazu machen, wie verabschieden wir uns eigentlich. Also wenn es dazu kommt, dass man entweder nicht mehr miteinander arbeiten kann, weil die zeitlichen Kapazitäten fehlen oder ein Projekt ausläuft, gerade im digitalen Raum, gibt es tatsächlich auch viele Engagementmöglichkeiten, die zeitlich gebunden sind. Das heißt, irgendwann ist dann auch ein Abschied von dem oder der Freiwilligen notwendig. Und das bedeutet im Digitalen, dass man noch bestimmte Dinge mitdenken muss, die man im Analogen nicht mitdenken muss. Also beispielsweise der technische Rückbau, das Zurücksetzen von Passwörtern, mit welchen Tools arbeiten wir, wo müssen wir den Freiwilligen dann letztendlich auch wieder rausnehmen, wo müssen wir gucken, dass wir bestimmte Dinge abändern, damit dann Zugriffe auch nur noch den Leuten zugänglich sind, die noch bei uns im Team sind. Sowas muss im Digitalen natürlich nochmal anders mitgedacht werden. Außerdem sollte es auch im Digitalen ein persönliches Abschlussgespräch geben. Also ähnlich wie das Kennenlerngespräch sollte auch für das Abschlussgespräch eine Videokonferenz vorhanden sein. Es sollte sich Zeit genommen werden und es sollte ein Dankeschön geben, das demjenigen auch die Anerkennung zugute kommen lässt, die jemandem, der sich engagiert, auch gebührt. Danke sagen geht aber auch zwischendurch und sollte in regelmäßigen Abständen erfolgen. Da sind im Digitalen natürlich neue Wege gefragt, also so informelle Austauschtreffen, wie ich sie eben schon erwähnt habe, also gemeinsames Kochen, sich mal bei einem Kahoot-Quiz-Abend zusammensetzen. Das können schon Dinge sein, die tatsächlich auch Anerkennung ausdrücken, weil es ein Zusammengehörigkeitsgefühl und eine Integration von Freiwilligen deutlich macht. Es kann aber auch eine digitale oder auch eine analoge Dankeskarte sein, die dann plötzlich im Briefkasten reinflattert, völlig unerwartet. Auch das ist eine schöne Anerkennung, die man dann als digitaler Freiwilliger vielleicht gar nicht so sehr erwartet. Oder man kann den oder die Freiwillige einfach mal ins Rampenlicht drücken. Also warum nicht bei Social Media mal ein kleines Freiwilligenporträt posten oder eine Erfolgsstory auf der Webseite über das Engagement der jeweiligen Person. Oder Sie oder ihr erwähnt den oder die Freiwillige im Jahresbericht mit Leistungen, die über das Jahr erzielt wurden. Auch da sind der Fantasie wenig Grenzen gesetzt. Es gibt immer neue Wege, die gegangen werden können. Dafür ist der digitale Raum auch einfach noch jung und wandelbar. Entscheidend ist es aber, sich zu trauen, neue Wege zu gehen, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Und trotzdem eben die Grundsätze von Freiwilligenmanagement mitzudenken. Detailliertere Infos zu all diesen Dingen gibt es tatsächlich auf der Plattform www.gutesgehtdigital. Dort gibt es 5 unterschiedliche Handreichungen zu eben den Themen, die ich gerade erwähnt habe, mit nochmal deutlich detaillierteren Möglichkeiten, mit Ideen, mit Links zu Checklisten, zu Möglichkeiten, wie man eine Onboarding-Mappe erstellen kann. Und da kann ich jedem empfehlen, noch mal reinzugucken, um gut aufgestellt zu sein für die Arbeit mit digitalen Freiwilligen. Genau, und weil wir uns nun schon eine Weile in diesem Bereich befinden und digitales Freiwilligenmanagement genauso wie digitales Engagement als solches für uns mittlerweile relativ zur Tagesordnung gehören, möchten wir ganz gerne Sie und euch noch daran teilhaben lassen, wie denn unsere Erfahrungswerte bislang so sind. Genau. Danke, Vanessa.
Was wir festgestellt haben, auch gerade im Austausch mit jetzt zum Beispiel den Freiwilligenagenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, im Rahmen des Projektes und darüber hinaus, dass es schon super viele gute Ansätze gibt und dass ganz oft auch dieses digitale Engagement gar nicht, was wir sozusagen als was Neues hingestellt haben, schon sowieso passiert und gar nicht als solches bezeichnet wird. Also man erkennt das vielleicht nicht auf den ersten Blick und wie wir jetzt schon ein bisschen ja, gemerkt haben in den verschiedenen Beispielen, dass es so viele unterschiedliche Felder gibt, wo digitales Engagement stattfindet und gar nicht als solches unbedingt deklariert wird. Genau, aber wir merken auch, dass es viele doch immer mehr so Vorurteile gibt in einigen Vereinen und Organisationen und ein bisschen Scheu davor, sich das zuzutrauen, digital Freiwillige mit zu integrieren. Das wollten wir heute so ein bisschen, dem wollten wir heute so ein bisschen was entgegensetzen hier. Genau. Vanessa, was hast du noch so mitbekommen oder was ist so noch dein Fazit? Tatsächlich war für mich ganz entscheidend in den letzten 2 Jahren zu sehen, dass es möglich ist, sehr viele Leute mitzunehmen. Es war aber natürlich gerade in den Corona-Zeiten das Ansinnen von vielen Vereinen und Organisationen, die Freiwilligen, die sie schon hatten, in den digitalen Raum zu bringen. Und ein Learning, was ich da für mich mitgenommen habe, ist, dass man nicht jeden mitnehmen muss und auch nicht jeden mitnehmen kann, sondern Synergien schaffen sollte. Hybride Formen finden, Möglichkeiten finden, um Senioren und Seniorinnen vielleicht auch fürs Digitale zu begeistern, aber eben auch akzeptieren, dass nicht jeder den digitalen Raum für sich erobern möchte. Sulamit, was sagst du? Genau, also ich finde beeindruckend, was es eben schon so gibt an tollen Beispielen, an guten Geschichten. Ein paar haben wir schon eingesammelt. Wir wollen noch mehr auf unserer Plattform auch veröffentlichen und wir wollen damit auch Mut machen, also weil wir finden, das sollte noch mehr gezeigt werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch andere diese guten Beispiele noch mehr ans Tageslicht holen und auch in ihrem Umfeld verbreiten. Und deshalb freue ich mich ganz doll auch auf die Zusammenarbeit mit den 8 anderen Freiwilligenagenturen, weil die ja auch Multiplikatoren sozusagen gerade werden für digitales Engagement und diese Dinge, die jetzt, wie wir auch heute besprochen haben, versuchen damit auch andere Vereine zu begeistern und natürlich auch Freiwillige zu begeistern. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, sowas sichtbar zu machen und andere da auch mitzunehmen. Genau, Anne, das Schlusswort hast du. Genau, also was wir euch sehr gern mitgeben wollen, ist einfach mal ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Also wir hoffen, das war ein bisschen ermutigend für euch. Ihr habt schon gesehen, auf der Plattform Gutes geht digital gibt es wirklich unglaublich viel Informationen, konkrete Handreichungen, PDFs, die ihr euch runterladen könnt, ganz viel Videomaterial. Das wird auch im Laufe des Jahres noch mehr werden. Da könnt ihr reinschauen und findet auch die Infos, die wir hier heute besprochen haben, nochmal aufgearbeitet. Genau, das sind so Empfehlungen von unserer Seite. Gibt es ansonsten jetzt noch dringende Fragen aus dem Chat? Wir haben, glaube ich, nicht mehr viel Zeit. Es gab tatsächlich noch ein paar Fragen. Ich glaube aber, die meisten wurden schon während eures Vortrags oder während des Inputs angeschnitten. Und wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, deswegen muss ich an der Stelle auch abmoderieren. Aber ich glaube, für die oder als Tipp für die Menschen im Chat, die Fragen gestellt haben und sie jetzt leider doch noch nicht beantwortet bekommen, ich glaube, man findet die sowohl Anne, Sulamit und Vanessa auch irgendwie im Internet mit E-Mail-Adresse und dann könnt ihr die Fragen ja im Nachgang auch noch stellen.